Heute übersetze ich euch das Inside Star Citizen vom gestrigen Donnerstag, wo es um die Kopf-DNA geht, die neuen Grafik-Assets für unsere Spieler-Avatar-Köpfe. Und es gibt Neuigkeiten zur KI und dem Planetary Nav Mesh, dem planetaren Navigationsmesh. Und ich habe ein Käffchen am Start. Los geht's. Das DNA-System ist bereits ziemlich ausgeklügelt. Es ermöglicht uns, die Köpfe unserer Charaktere auf sehr intelligente Weise zu bearbeiten, aber die Qualität der Assets, die ist noch nicht auf unserem Standard. Wir sind dabei, die Bearbeitungsmöglichkeiten zu verbessern, damit wir unsere Auswahl an Charakterköpfen erweitern können. Wir haben versucht, verschiedene Texturen miteinander zu kombinieren, da wir derzeit nicht mehr Personen einscannen können und wir die Variationsbreite im Texturpool erhöhen wollen. Wir nehmen die Stirnfalten einer Person und kombinieren sie mit dem Mund einer anderen Person, um am Ende ein einzigartiges Ergebnis zu erzielen. Das Gute an dieser neuen Implementierung ist, dass wir jetzt eine größere Auswahl an Köpfen und Ethnien haben, die wir auswählen können. Wir haben auch das vorherige Texturset und die Schattierung der zuvor erstellten Köpfe angepasst. Sie sind jetzt viel glaubwürdiger und haben auch mehr Details. Die Augentexturen waren vorher ziemlich hell. Man konnte die Streifen in der Iris gut erkennen. Wir wollen ein Basisset von Texturen haben, das etwas realistischer aussieht. Die neuen Augen enthalten nun Augenfeuchtigkeit, die eine bessere Überblendung zwischen dem Augapfel und dem Kopf und den Augenlidern in der Nähe des Auges erzeugen, sodass das Licht realistischer reflektiert wird. Die Art und Weise, wie das Auge auf Licht reagiert, macht den Übergang des Lichts über den Augapfel glaubwürdiger. Außerdem haben wir an einem ersten Layer für die Vielfalt der Augenbrauen gearbeitet. Die Augenbrauen werden zusammen mit den Wimpern eine neue Ebene der Charakterisierung für die Avatarköpfe sein. Alles zusammen ist das eine deutliche Verbesserung und das alles fließt in einen Pool ein, in dem jedes Merkmal ausgetauscht werden kann, was einem die Möglichkeit gibt, seinen Charakter noch tiefer zu individualisieren. Ja, mit Blick auf die Zukunft gibt es viele Funktionen, die wir noch weiter verbessern und einige sogar ersetzen wollen. Nach Alpha 3.17 können wir also zusagen, die Anzahl der Frisuren, die wir jetzt haben, zu erhöhen und viele andere Details wie Sommersprossen, Hautknötchen, Narben und sogar das Make-up werden wir vielleicht als separaten Komplexitätslayer anpassen, sodass man eine noch komplexere Charakterisierung seines Avatars erreichen kann. Der Star Citizen Character Creator ist das Kernstück der Möglichkeit, im Persistent Universe zu zeigen, wer ihr seid. Und diese Updates, die mit Alpha 3.17 ins Verse kommen, sind nur der nächste Schritt, der es ermöglicht, eines Tages einen Avatar erstellen zu können, der wirklich den Spieler dahinter repräsentiert. Als nächstes gehen wir von der menschlichen Steuerung hinüber zur KI mit einem Update zum planetaren Navmesh, der Technologie, mit der NPCs von ihrem bis dato unveränderlichen Standort gelöst werden können und die es den NPCs ermöglicht, sich ebenso durch und über die Umgebung zu bewegen wie ihr. Was CRG derzeit in Star Citizen am Start hat, ist eine Menge wirklich cooler Umgebung, aber so gut wie keine KI. CRG will die Welt lebendig machen, sie auf Spieler reagieren lassen. Was sie dazu im Moment bauen, ist die planetare Navigationstechnologie, die eine Erweiterung des aktuellen Systems ist, um endlich KI auf den Planeten zu haben.
Mit dem planetaren Navigationsnetz, mit dem Planetary Nav Mesh, befindet sich CRG in der sogenannten Phase 0, der Entwicklungsphase. Sie beginnen bei einer flachen Struktur des Navigationsnetzes, bei der Sie davon ausgehen, dass die Umgebung flach ist. Im Anschluss werden die Informationen, die Sie über die Tiles, die Kacheln Ihres Navigationsnetzes bekommen haben, in eine gekrümmte Umgebung umgewandelt. Die Verbindung der generierten Kacheln mit den anderen Kacheln des Planetary Nav Meshs und die Verbesserung des Pfadfindungssystems, um all diese Kacheln nutzen zu können, werden dann durchgeführt. Das KI-System holt sich diese Informationen von der Physik-Engine, das heißt, es erfährt, wann bestimmte Tiles erstellt werden müssen. Und dann nutzt es diese Informationen aus der Physik-Engine, um ein sehr detailliertes Navigations-Mesh auf dem Planeten, um den Ort herum zu erstellen, wo gerade etwas passiert. Dabei wird versucht, das Nav-Mesh um die jeweilig stattfindende Aktion herum zu erstellen. Wenn der Spieler also an einem Ort landet und KI-NPCs in der Nähe sind, versucht CRG natürlich, diesen Teil zu priorisieren, um der Engine die Information zu geben, die sie braucht, um das Spielgeschehen zu gestalten. CRG macht das dynamisch, weil die Planeten zu groß sind, um es statisch zu machen und es im Moment einfach nicht genug Rechenpower und Speicherplatz gibt, um statisch während der Laufzeit einen Export zu machen und all diese Informationen zu lesen und zu nutzen. Das Ergebnis der dynamischen Erstellung von Nav-Meshes ist es, dass wir NPCs sehen werden, die auf der Oberfläche des Geländes laufen und euch folgen können, weil ihr sie angeheuert habt oder weil einige von ihnen mit euch in den Kampf gezogen sind. In der Zukunft von Star Citizen werden die Menschen eine lebendige Welt erleben, in der sich NPCs auf einem Planeten frei zwischen den Strukturen und einer sehr natürlichen Umgebung bewegen können, in der es sehr viele Tiere gibt, die sich bewegen und Informationen aus der Umgebung nutzen können, wie zum Beispiel Nahrung oder Wasser, das sie aus einem Fluss trinken können. Das wird ein echter Wendepunkt sein, weil die Spielerinnen und Spieler dann erleben können, dass die Welt lebendig ist und nicht nur eine Umgebung, die man erkunden kann, aber grundsätzlich eigentlich nicht wirklich viel passiert. Wann es denn soweit ist, das ist noch in der Diskussion. Aber im Moment steht die Tür offen für erste Probemissionen, die diese Technologie nutzen könnten. Ja, und CRG freut sich schon darauf, dass wir es dann testen können. Also im Laufe dieses Jahres wird das dann kommen. Ja, soweit zur Übersetzung des Inside Star Citizens. Das war relativ kurz, aber dennoch nicht uninteressant. Und dann würde ich sagen, Kaffee am Start, Tee am Start, los geht's. Ja, für alle, die meinem Kanal noch nicht so lange folgen, es gibt das Format Käffchen, in dem ich mich einfach hinsetze und ein bisschen plaudere. Das heißt, das Gegenteil von der Dokumentation, die ich hier im Regelfall auf meinem Kanal habe, wo ich dann Skripte erstellt habe, die ich entsprechend dann ablese. Und nö, jetzt sitze ich hier, habe einen Becher Kaffee und plaudere mal so über dies und das, was mir so in den letzten Tagen aufgefallen ist und was mir durch den Kopf gegangen ist. So, was machen wir in dem Käffchen? Also zum einen, da gab es letzte Woche ein Star Citizen Live mit dem Planet Content Team. Da wollte ich noch mal ganz kurz drüber gehen. Das fand ich ganz interessant, was hier und da erzählt wurde. Da waren Maximilian Keilig, Sebastian Schröder und Daniel Peresch oder Perez am Start. Senior Environment Artist, Principal Technical Environment Artist und Environment Artist. Und die haben so erzählt, was das Planet Content Team gerade so macht. Die haben zum Beispiel erzählt, dass es natürlich im Rahmen von Pyro Lava geben wird. Es wird Lavafelder, es wird Lavaflüsse geben. Die zugrunde liegende Technik, da wird gerade dran gearbeitet, das sind nämlich die Flüsse. Und wenn man einen fließenden Fluss hat, dann kann man da natürlich auch dann einen Lavafluss letzten Endes draus bauen. Ganz so einfach ist es dann aber nicht, weil sie eben auch gesagt haben, dass natürlich dort andere Werte hinterlegt sind, andere Flussgeschwindigkeiten etc. Die Physik ist dann doch noch eine komplett andere. Wer kennt CRG? Die wollen immer alles ganz schön perfekt machen. Aber die
Erstellung von einem Fluss, der sich durch die Landschaft bewegt, in einem Flussbett, so diese grundlegenden Sachen, das ist natürlich etwas, was auch die Lavaflüsse dann nutzen können werden. Generell wird es natürlich Ozeane und Seen geben, Wasserpflanzen, Unterwasserwelten, das sind alles so Sachen, natürlich. Das können Sie sich vorstellen, das fänden Sie großartig. Und das sind so Sachen, da frage ich mich immer, ich war gerade bei PsychShot zweimal jetzt diese Woche mal zu Besuch, ein bisschen schnacken, ein bisschen erzählen. Übrigens an der Stelle noch ein kleiner Programmhinweis, wenn ihr also mal vormittags Zeit habt, euch im Büro langweilt oder auf dem Trecker sitzt und gerade nicht wisst, was ihr hören wollt, dann schaltet beim guten PsychShot ein, www.twitch.tv/PsychShot. Der streamt nämlich wochentags häufig vormittags, der hat dort einen Streamplan hinterlegt, da könnt ihr immer sehen, wann er online ist, und am Wochenende ist er häufig auch online, und der spielt nicht nur, sondern geht eben auch durch die technischen Inhalte und diskutiert das Geschehen und ja, übersetzt eben auch die Inhalte, alles was so gerade rauskommt. Da auf jeden Fall immer eine richtige Adresse beim PsychShot. Und wir haben uns eben auch darüber unterhalten, beziehungsweise mein Unverständnis an der Stelle ist, dass ein Teil der Spielerschaft immer verlangt, dass Star Citizen jetzt endlich fertig wird. Und möglichst morgen, und bei CRG arbeiten eben nur Pappnasen und Flachzangen und Leute, die keine Ahnung haben und sind alle total unfähig etc. pp. Ihr kennt diese ganzen freundlichen Formulierungen. Und auf der anderen Seite, und ich frage mich manchmal, ob das dann dieselben Leute sind, wollen sie dann Unterwasserwelten haben und Unterwasserpflanzen und Unterwasserbasen und Unterwasserhöhlen, und man soll das erkunden können. Und dann denke ich wieder, oh Leute, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Das eine, was ist, soll möglichst morgen fertig sein, auf der anderen Seite soll es irgendwie 12 Spiele in einem sein. Also das funktioniert alles irgendwie hinten und vorne nicht. Das ist eine Diskussion, die möchte ich auch gleich nochmal führen, oder ist ja keine Diskussion, nicht im Sinne eines Dialogs, sondern mit mir selbst diskutieren. Naja, zu den Wolken haben sie übrigens auch erzählt, dass sich das in der Entwicklung befindet. Das Langfristziel ist ganz klar ein dynamisches Modell mit sich verändernden Wolkenformationen, basierend auf den klimatischen Verhältnissen und entsprechenden Auswirkungen auf Wetter und Turbulenzen und so weiter, die sich dann auch wieder auf unsere Raumschiffe auswirken. Der aktuelle Fokus liegt aber erst einmal auf der Performance, die verbessert werden muss. Und wir alle kennen das ja, über Horizon ist das richtig gruselig. Und generell ist halt dieses Noise, diese Noise-Berechnung ist eine große Herausforderung. Tatsächlich habe ich mal gehört, dass es auch an den Treibern letzten Endes liegt. Diese ganze Noise-Berechnung, die ja auch für diese leichten Pixel dort sorgen, diese pixelige Darstellung der Wolken. Da können die Nvidia-Karten viel besser mit umgehen, weil die Treiber in dieser Hinsicht in irgendeiner Art und Weise besser optimiert sind und die AMD-Karten eben nicht. Die sind richtig am Keuchen. Ich hoffe, dass es da Besserungen gibt, entweder von der Treiberseite her oder eben dann von CRG-Seite her. Diese Geschichte mit den Grafikkartentreibern und auch Vulkan und die ganze Grafikthematik, da hatte ich ja letzte Woche, glaube ich, war es, ein Video zugebaut. Das fand ich einfach sehr, sehr spannend, wie es auch dazu kommt, dass wir ständig neue Treiber-Updates erhalten und so weiter. Das war schon sehr, sehr spannend. Ja, wenn ihr da noch nicht reingeguckt habt, schaut da auf jeden Fall gerne mal rein. Das ist ein sehr interessantes Thema, was die Grafik betrifft und auch dieser Balanceakt von CRG, dass sie das Spiel nicht nur Menschen, Leuten, Gamern vorenthalten wollen, die High-End-PCs haben, sondern auch in Richtung eines Minimalziels arbeiten. Und Ellie Brown hat erzählt, dass Star Citizen eigentlich mit VRAM ab 3 GB laufen können sollte. Es wird wahrscheinlich eher dann im Laufe der Entwicklung auf 4 GB VRAM hinauslaufen. Und natürlich muss man dann entsprechende Abstriche hinnehmen. Natürlich kann es nicht ganz so toll aussehen. Wie sich die VRAM-Nutzung gestaltet, auch das hat er entsprechend dort ausgeführt. Das habe ich euch übersetzt. Aber ich fand es halt sehr interessant, dass sie sich sagen, ja, es gibt eben auch Leute, und dafür haben sie auch diese Telemetrie-Seite, diese Auswertungsseite, die haben eben noch eine GTX 79 und die haben eben noch einen 8-9 Jahre alten Prozessor, und auch diese Leute wollen sie eben
abholen und mitnehmen. Und das finde ich einfach ziemlich cool. Wobei das natürlich alles langfristig ist. Im Moment entwickeln sie erstmal auf dem höchsten Qualitätsgrad, also dem höchstmöglich spielbaren Qualitätsgrad und auch dem höchsten Komplexitätsgrad, was die Gameplay-Mechaniken und so weiter betrifft. Und wenn sie dann an einem Punkt X angekommen sind, der, ich weiß nicht, wann der ist, ist der zur Beta oder ist der früher noch während der Alpha, man weiß es nicht, dann fangen sie an, wieder zu reduzieren und das dann zu einem Punkt der Spielbarkeit und des Spielspaßes in Gameplay-Hinsicht zurückzubringen und bei der Grafik dann eben auch so zu reduzieren, ja, dass es eben spielbar bleibt und bieten dann auch entsprechende Grafikoptionen an. Das alles hängt natürlich auch von der Vulkan-Implementierung, Gen 12-Entwicklung ab, was sie da gerade machen. Ja, da gibt es noch viel, viel, viel zu tun. Genau, Wolken, das ist eben auch bei den Wolken der Fall. Die haben sie jetzt erstmal eingebaut. Sie werden jetzt erstmal die Qualität verbessern. Die werden erstmal statisch sein. Sie werden sich Schritt für Schritt an das finale Ziel der dynamischen Wolken heranarbeiten. Das können dann auch Superzellen und Hurricanes, die sich dann vielleicht sogar entsprechend korrekt über Ozeanen bilden und dann in Richtung Land ziehen und die dann auch die Raumschiffe beeinflussen werden. Ja, das dürfte noch ganz interessant werden. Bin gespannt drauf. Das sind ja auch alles Berechnungen, die unsere PCs und auch die Server dann durchführen müssen. Ja. Dann wurde gefragt, warum denn die Microtech-Wolken anders sind als die über Pyro. Und die sind gar nicht anders. Das sind im Moment alles dieselben Wolken. Sie verwenden nur eine andere Menge und eine andere Art von Daten, die in diese Wolken hineinfließen. Und deswegen sehen sie vielleicht ein bisschen anders aus, aber im Grunde genommen sind es genau dieselben Wolken über Microtech wie die über Pyro, die wir in der Demo gesehen haben, oder auch die über Horizon, die halt natürlich sehr, sehr dicht sind. Genau. Die Wolken über Microtech, das ist auch eigentlich nur so ein Fanservice, habe ich verstanden, weil sie einfach noch nicht über die ganzen Werkzeuge und auch das notwendige Wissen verfügen, was sie benötigen, um ihr avisiertes Ziel, was diese Wolken betrifft, zu erreichen. Und da müssen sie noch eine ganze Menge Zeit aufwenden, um diese Tools zu entwickeln und herauszufinden, was sie eigentlich brauchen, um die gewünschte Qualität, Grafikqualität, Performancequalität zu erreichen und auch diese Wolken ja so zu designen, dass sie eine bestimmte Charakteristik aufweisen, weil nicht jede Wolke gleich aussehen soll. Es soll eben auch von den Planeten, Sonne und so weiter alles abhängig sein, wie Wolken aussehen. Vielleicht gibt es ja auch auf Alien-Planeten Alien-Wolken, man weiß es nicht. Es soll auf jeden Fall über alle Planeten eine individuelle Wolkengestaltung stattfinden und nicht generisch überall dasselbe sein. Sie wollen also jedem Planeten gerecht werden und nicht was Einheitliches haben und das dauert eben noch und braucht seine Zeit. Wie viel Zeit, das haben sie hier nicht gesagt. Dann wurden von der Community natürlich diese 2D-Wolkenlayer angesprochen, die wir ja auch, was weiß ich, über Hörsten haben und so. Das ist einfach eine Übergangslösung, um so eine grafische visuelle Grenze zu haben, so wo man sich dann vorstellen kann, aha, hier könnten Wolken sein. Das ist natürlich nur eine Übergangslösung, die wird dann irgendwann wieder entfernt. Was ich auch spannend fand, war die Geschichte mit den Biomen. Es ist natürlich so, dass sie, da hat Jared gesagt, bei Star Wars haben die Planeten die Eigenschaft, dass sie immer nur ein Biom haben. Es gibt einen Wüstenplaneten oder es gibt einen Stadtplaneten oder es gibt halt einen Planeten, der nur ein einziger Ozean ist und so weiter. Und das ist natürlich, wir nehmen mal an, das ist nicht wirklich realistisch. Also zumindest was im Hinblick auf Planeten. Und da wollen sie eben natürlich erreichen, verschiedene Biome auf einem Planeten zu haben. Vielleicht auch so diversifiziert wie hier auf der Erde mit sogar verschiedenen Wüsten, Steinwüsten, Sandwüsten, verschiedenen Dschungelarten, Steppen und so weiter, Eis, Meer. Ja,
Das ist aber eben auch eine Frage der Technologie. Das ist nicht wirklich einfach. Und was sie auch machen möchten, also gerade wenn wir über Wälder und Sümpfe und so weiter reden, Sümpfe ist nochmal wieder ein ganz anderer Schnack, aber auch Wälder, da fehlt ihnen im Moment die Technologie, Flora so dicht zu spawnen, dass es dann tatsächlich auch wie ein Wald oder ein Dschungel wirken könnte. Das hängt einfach mit den Berechnungskapazitäten zusammen, da fehlen ihnen auch noch die entsprechenden Technologien. Und ich ergänze mal, sie haben ja auch das Problem, dass diese Entitäten einfach ja unzerstörbar sind. Die haben, denen fehlt im Moment noch die Möglichkeit, sich zu verändern durch Bomben, durch Schüsse oder wenn wir uns da mit einer Machete durchschlagen wollen oder einfach mit einem Panzer durchfahren. Und im Moment, wenn irgendwo ein kleines Stück Gras ist, so ungefähr, da scheitern wir ja mit unserem Nova-Panzer dran und das ist nicht Sinn der Sache. Da gibt es also noch viel Technologie zu entwickeln. Das ist nichts, was morgen fertig wäre und bis dahin müssen wir uns mit diesen sehr lichten Wäldern einfach zufrieden geben. Eine weitere Technologie, die fehlt, man muss ja nicht immer alles zerstören, man kann es ja auch zur Seite biegen, zum Beispiel Äste zur Seite biegen oder wenn man durch Gras geht, dass sich das Gras zur Seite bewegt, das ist das sogenannte Touchbending. Das ist eben auch etwas sehr, sehr Komplexes und hängt auch mit der Entwicklung der Vegetation zusammen. Das ist einfach ein großer Themenkomplex und der hängt auch wieder mit Wind und Wetter übrigens zusammen, also mit der Beeinflussung durch die Windverhältnisse. Da gibt es noch unglaublich viel zu tun und sie wollen ja auch Jahreszeiten dort entwickeln. Und Jahreszeiten, erzählen sie, das ist ja nicht nur ein anderer Lookup-Table, der dort verwendet wird. Also ein Lookup-Table ist einfach ein Farbschema. Wenn Filme gefilmt werden, also wenn ihr den Herr der Ringe gesehen habt, anfangs die Szene in Hobbingen bei den Hobbits, da ist das Gras ja ganz toll knackig grün und das Wasser so kristallblau. Und wenn man sich die Originalaufnahmen anguckt, dann sieht man, ja, der Himmel war irgendwie gar nicht so sonnig und das Wasser war eigentlich eher grau und das Gras irgendwie auch nicht so toll grün. Und dann wird ein anderer Lookup-Table über diese Szene gelegt, berechnet per Computer und dann werden die Werte so verändert, dass das Gras eben ganz toll grün ist und das Wasser ganz toll blau. Und solche Lookup-Table kann man eben auch verwenden, um eine Sommerlandschaft zu verwandeln, rein farblich in eine Herbstlandschaft und dann in eine Winterlandschaft. Aber das ist eben nicht das Ziel, dass es nur eine Veränderung eines Lookup-Tables ist, sondern eben die Umgebung, das Klima soll sich verändern, die Physikberechnungen, die Schadens- und Zustandsberechnungen. Ja, die Blätter sollen von den Bäumen runter und natürlich keine Blumen dort blühen und so weiter. Das ist noch viel zu tun. Das klingt für mich nach also nicht danach, dass Star Citizen jetzt irgendwie in einer näheren Zukunft fertig werden würde, angesichts all dessen, was sie jetzt schon aufgezählt haben, was alles noch getan werden muss. Das ist schon sehr viel. Und bei Sumpf haben sie dann noch erzählt, naja, Sumpf ist ja auch halt matschig, feucht. Wenn man da durchgeht, dann genau wie bei Schnee sollten ja Fußspuren dann auch zurückbleiben. Und das ist auch etwas, ja, wo sie noch dran arbeiten werden, möchten, müssen, wie auch immer. Eine ganz interessante Frage war auch, und da hatte ich so den Eindruck, die Antwort, die haben sie sich so ein bisschen herbeigezaubert gerade. Warum sollten wir eigentlich überhaupt Bodenfahrzeuge benutzen, anstatt Raumschiffe, um einen Planeten zu erkunden? Dann haben sie gesagt, ja, naja, wenn ganz extremes Wetter ist, dann ist das ja gar nicht mehr so toll, mit dem Raumschiff zu fliegen. Dann sollte man schon mit dem Fahrzeug fliegen. Wo ich dachte, naja, ein Raumschiff sollte eigentlich so weit sein, wenn wir an verschiedene Sci-Fi-Filme denken, dass man gar nicht wirklich sehen muss, sondern eine entsprechende Abtastung hat auf dem digitalen Display. Also das war schon sehr an den Haaren herbeigezogen, diese Aussage. Ich würde jetzt einfach mal sagen, es gibt Bereiche, in denen man nur mit dem Fahrzeug weiterkommt, weil es eben sehr dicht bewachsen ist, weil Felsformationen dort vorhanden sind, die man eben nur mit dem Fahrzeug, mit dem Bike oder mit dem Rover oder was weiß ich durchfahren kann. Oder letzten Endes, weil die Gegebenheiten des Untergrundes einfach so schlecht sind, dass man da mit einem riesen Monster-Raumschiff gar nicht landen kann. Dass man eben dort weiter entfernt irgendwo landen muss
um dann den Bereich, den man erkunden möchte, da hinzufahren, weil es dort einfach keine Landemöglichkeit gibt. Das wäre für mich eigentlich eine logische Erklärung gewesen. Und mich wundert, dass sie die nicht herangezogen haben, anstatt irgendwas zu faseln von wegen, ja, wenn das Wetter ganz schlecht ist, dann muss man ja mit dem Auto fahren. Hä? Nee. Das war keine gute Antwort. Was ich auch spannend fand, war so diese Geschichte, sie sind ja dabei, wirklich Berge zu entwickeln. Wenn wir uns die erste Iteration angucken von insbesondere Demar Yela, würde ich mal sagen. Das waren ja doch sehr flache, ich überlege gerade Zellin, aber Zellin war, glaube ich, eine Mondoberfläche. Ne? Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, es ist Marsgebiet, Demar ist ja der Wüstenplanet. Egal. Also Berge gab es anfangs nicht. Das waren ja flache, runde Bälle mit ein paar Entitäten drauf, also sprich so ein paar Felsblöcken, die auch alle gleich aussahen. War trotzdem natürlich ein fantastisches Erlebnis damals, so 3.0 übergangslos, einfach vom Weltraum runterfliegen zu können, ist heute schon so ein Effekt, wo alle sagen, ja, na und, das ist ja Star Citizen, das erwarte ich. Das ist eigentlich immer noch was ganz Großartiges, Technisches. Und was die Spieler aber möchten, was auch CRG möchte, sind natürlich einfach Landschaften, die irgendwo auch an unsere Erde erinnern, die eine visuelle Abwechslung bieten, wo man tiefe Schluchten hat, Canyons, hohe Berge. Und der Jared hat hier als Beispiel den Devil's Tower in Wyoming herangezogen als Beispiel. Das ist ein erloschener Vulkan, der sieht echt schräg aus. Ich blende euch das hier mal kurz ein, das ist ein frei verfügbares Bild. Und da erkennt man diesen Effekt, den wir in Spielen haben quasi. Wenn man so steile Abhänge hat, dann werden ja die zugrunde liegenden Grafikassets gestretched, also so weit gezogen, dass sich genau solche Effekte ergeben, wie das hier aussieht an diesem Devil's Tower. Und das ist im Spiel aber nicht so richtig schön. Ist aber eine große Herausforderung, steile Abhänge und Berge so zu bauen, dass man nicht diesen Texture-Stretching-Effekt hat. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben sie erzählt, dass sie unter anderem einfach auch Situationen hatten, dass sie eigentliche Fehler hatten, wodurch sich einfach seltsame Grafik-Glitches ergeben haben. Und die Spielerschaft fanden die aber so toll, dass sich diese Grafik-Glitches dann zu touristischen Punkten entwickelt haben, wo die einfach hingereist sind und gesagt haben, hier, reist da mal hin, das ist lustig, guckt euch das mal an. In der Zwischenzeit hat aber CRG an der Bereinigung dieses zugrunde liegenden Fehlers gearbeitet und dann war das irgendwann weg und dann sind die Leute dort umsonst hingefahren und dann haben sie immer ein schlechtes Gefühl und dann haben sie im Nachhinein diesen Fehler quasi gewollt wieder eingebaut, damit die Leute, die Spieler da was zu sehen haben und also ein Point of Interest haben, wo sie halt hinreisen können. Es sind schon so lustige Anekdoten der Spielentwicklung von Star Citizen. Generell sind sie aber dabei, sich zu überlegen, ja, wie kann man sowas machen mit Felsüberhängen, mit Canyons, mit steilen Bergen und so weiter. Auch hier wieder die Problematik, sie haben noch Tools oder sie müssen noch Tools entwickeln. Sie haben sie nicht, sie müssen entwickelt werden. Alles muss prozedural sein und ja, es ist einfach noch eine Herausforderung, das wirklich zu ermöglichen, große, so alpenmäßige Gebirge zu bauen. Das wird noch etwas dauern, da haben sie auch jetzt keine weiteren Angaben gemacht. Sie haben nur gesagt, es wird etwas länger dauern. Aber sie haben auch gesagt, naja, wenn CRG etwas gezeigt hat in den letzten Jahren, dann, dass sie solche technischen Herausforderungen auf jeden Fall meistern können. Und da gebe ich denen recht, auf jeden Fall. Über Mineables haben sie erzählt, dass im Moment in Stanton, das hat Jared dann auch noch so eingeworfen, natürlich alles Mögliche zu finden ist. Das sind aber alles, nicht alles, das sind häufig auch einfach Testobjekte, die sie entwickelt haben, die sie ausprobieren, die später aber aus Stanton wieder rausgenommen werden und dann an den Ort dann gebracht werden, die der Lore entsprechen, die der Hintergrundgeschichte entsprechen. Er hätte jetzt ja keine Beispiele gebracht, aber alles das, was wir im Moment hier an Mineables finden, wird es dann zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Wachsen, dem Ausrollen des Spieluniversums dann eben nicht mehr hier geben, sondern an dem Ort, wo man sie finden sollte.
Vulkane, habe ich das vorhin erzählt? Also Vulkane wird es natürlich auch geben. Das hängt wieder, also ihr seht, das hängt alles wie so ein Reißverschluss zusammen. Das hängt natürlich auch wieder zusammen mit diesen Abhängen und steilen Bergen und so weiter, mit den Flüssen und ja, all dem, was ich gerade erzählt habe. Es ist also ein, man bekommt so eine Idee davon, wie komplex das eigentlich ist und warum diese Teams teilweise auch aufeinander warten. Und dann entwickeln sie einfach Assets, 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 weil was sollen sie anderes tun, solange sie aus dem Engineering-Bereich, aus den Engineering-Teams die entsprechenden Werkzeuge noch nicht zugestellt bekommen haben, entwickelt bekommen haben. Das ist ja auch ein Thema, wo sich die Community immer fragt, oh Gott, wie lange soll denn die Entwicklung dauern? Das kann doch gar nicht sein. Wo aber auch schon mal ja hier und da gemunkelt wurde und ich bin da auch relativ von überzeugt, wenn sie dann irgendwann mal die ganzen Werkzeuge erstellt haben und die große Herausforderung ist ja immer wieder das Thema prozedural. Es ist eben kein The Witcher mit sehr abgegrenzten Levelbereichen, wo alles manuell irgendwo hingepflanzt wird, jeder Baum oder bei, war das bei Crysis damals auch so? Es sind halt sehr abgegrenzte Levelbereiche, die unglaublich vollgestopft werden mit Gameplay und mit ja, VFX, visuellen Effekten und Grafikbestandteilen, Entitäten und so weiter. Und das können sie gar nicht leisten angesichts der Größe. Deswegen muss hier alles prozedural erstellt werden und das ist eben eine große Herausforderung von der technischen Seite und deswegen dauert das auch immer noch ein bisschen länger. Goodie, Höhlen. Höhlen fand ich auch ein sehr spannendes Thema. Höhlen finde ich bislang ja so ein bisschen meh. Sehen so ein bisschen gleich aus und richtig spannend finde ich sie auch nicht. Das ist aber tatsächlich so ein bisschen das, soll man das ungeliebte Kind sagen? Das ist ein bisschen links liegen gelassen worden, scheinbar, aber im Hintergrund arbeiten sie tatsächlich an weiteren Höhlen, Archetypen. An Eishöhlen, an Wüstenhöhlen, an Säurehöhlen haben sie genannt, an Höhlen, die mit Moos und Pflanzen bewachsen sind und Pilzen mit einer hohen Biolumineszenz und so weiter. Die Höhlen an sich werden auch abwechslungsreicher gestaltet, es wird größere Höhlen geben und so weiter und so fort. Sie entwickeln ja auch gerade Seile. Ich habe mich immer gefragt, was wollen die denn mit Seilen? Da hat mich PsychShot gestern drauf gebracht. Wir hatten ja diesen Trailer von der Carrack, wo der eine Mensch sich dort diese Felsspalte abseilt. Und ich kann mir vorstellen, dass man Seile eben dann, oder er hat diese Idee gehabt, will mich ja nicht mit fremden Blumen schmücken, dass man in diesen Höhlen sich dann auch mit Seilen abseilen können, müssen, wird, wie auch immer. Und ja, eben so erkunden und vielleicht dann auch eben die Schiffswracks, dass man da Seile für braucht. Genau, und diese Höhlen auf jeden Fall, um bei dem Thema zu bleiben, Vulkanhöhlen, die werden also weiter ausgebaut und ausgearbeitet. Und ja, da, die werden dann eben so verteilt, dass sie zu der jeweiligen Umgebung passen, weil sie sagen, eine Felshöhle passt jetzt nicht, wie wir sie aktuell haben, auf Microtech. Das passt eben nicht zusammen. Da brauchen sie einfach einen eigenen Archetyp, der auch sich in die Umgebung einfügt. Und aktuell bauen sie eben Wüstenhöhlen, die sich dann besser auf Daemar einfügen. Ja. Höhlen übrigens, durch die wir durchfliegen können, schwieriges Thema, haben sie jetzt mal so eher verneint, weil es einfach doch eine große Herausforderung ist, solche großen Höhlen zu bauen, durch die man dann mit Raumschiffen durchfliegen können wird. Ja, das Thema der zerstörbaren Pflanzen habe ich mir gerade noch hier als Stichwort notiert, das habe ich ja vorhin schon erzählt. Und generell natürlich die Befahrbarkeit, das ist auch ein Thema, das ist schon mehrmals angesprochen worden. Sie haben ja das Problem, dass gewisse angrenzende Bereiche von den Polygonen, von diesen Teils, von den Kacheln auf den Planetenoberflächen, dass man da Übergänge sieht. Und diese Übergänge, die verdecken sie mit Entitäten, mit Objekten, wie zum Beispiel Felsbrocken. Und deswegen verteilen sie die überall. Und damit es halt nicht irgendwie alles gleich aussieht, wie so ein riesiges Gitter, verteilen sie dann noch mehr und unterschiedliche und drehen die. Und so weiter. Das führt aber natürlich dann zu einer Entitätsdichte, die das Befahren mit Fahrzeugen auf den Planeten nicht wirklich spaßig gestaltet, weil man immer wieder an diese Felsen fährt und dann an denen auch hängen bleibt. Seien es jetzt Felsen, seien es Bäume, seien es irgendwelche Kakteen, was weiß ich. Das ist ein schwieriger Balanceakt. Das erzählen sie auch eben wegen dieser Oberflächenpunkte, weil sie die verdecken müssen. Sie versuchen das natürlich ständig zu optimieren und hier, denke ich mal, geht einfach auch einher, wenn wir später zerstörbare Pflanzen zum Beispiel haben, Bäume oder so, dass wir dann nicht dagegen fahren und umkippen oder eben Kakteen oder was weiß ich, sondern dass die dann eben
zerstört sind, aber dass zum Beispiel ein Baumstumpf stehen bleibt, dann ist ja der Untergrund an dieser Stelle immer noch verdeckt. Und man da mit dem Panzer trotzdem drüber fahren kann. So stelle ich mir das vor. Ja, und R-Corp. Da wurde auch nochmal gefragt, ob denn R-Corp nochmal verbessert wird, ob daran gearbeitet wird. Und da, das ist jedes Mal, wenn über R-Corp geredet wird, dann zucken sie immer alle zusammen. Das finde ich immer sehr lustig. Also mich würde wirklich mal aus technischer Sicht interessieren, was R-Corp eigentlich bedeutet aus der Entwicklungssicht, aus der Performance-Sicht und so weiter. Da haben sie nochmal wiederholt, und das haben sie ja seit R-Corp existiert, immer wieder erklärt, dass das ein ganz anderes Biest ist. Dieses Wort wird tatsächlich auch in den Mund genommen, ein ganz anderes Biest als alle anderen Planeten. Unglaublich schwierig, unglaublich fehleranfällig, extrem kompliziert zu erstellen und extrem leicht zu zerstören. Und deshalb, ja, sie werden R-Corp irgendwann anfassen, wenn neue Planet Tech da ist, wenn die verbessert wurde. Aber das wird man dann sehr vorsichtig, mit großer Achtsamkeit und geplant tun und sich dann wirklich darauf fokussieren und das, wie gesagt, also wirklich komplett durchgeplant tun, weil man keine Lust hat, diesen Planeten irgendwie zu sprengen, nur weil man dort ein paar neue Gebäudeassets oder so einfügen möchte. Ja, das fand ich ganz interessant. Ja, dann zu der Entwicklung. Habe ich mich ja vorhin schon geäußert. Im Moment, ich habe so wahnsinnige Schwierigkeiten, das in Worte zu fassen, was gerade passiert. Das ist irgendwie fast überhaupt nicht auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, auch weil CIG sich im Moment so viele Kommunikationsfehler leistet, wo ich mir die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Und das möchte ich jetzt nicht nochmal wieder alles anfassen, weil das wurde ja auch schon lang und breit in der Community diskutiert. Sei es jetzt dieser Weihnachtskalender, übrigens auch sehr intensiv diskutiert in der Verse Night. Auch hier nochmal ein Programmhinweis von mir, wer es von euch noch nicht gesehen hat, war sehr, sehr spannend. Wir hatten Gooks und Sitko zu Gast, also schaltet auf jeden Fall auch mal in die Kanäle rein von Gooks und von Sitko. Hier in der YouTube-Beschreibung werde ich die Links nochmal reinpacken. Die beiden waren bei uns zu Gast in der Verse Night und haben sehr kontrovers diskutiert und auch dieses Thema, verschiedene Themen einfach dann besprochen. Unter anderem eben die Kommunikation, was da schiefgelaufen ist. Der Weihnachtskalender, die Cutlass-Stil, jetzt die Sache mit der Roadmap und der neueste Aufreger ist ja das CCU-System. Da gab es einen Thread auf Spektrum, sagt Tschüss zu euren CCU-Savings in eurem Buyback. Das ist ja so, dass ihr, wenn ihr euch CCUs gekauft habt, dass ihr die ins Buyback gelegt habt. Also andersrum. Es gibt ja den sogenannten Graumarkt. Das heißt, gerade die frühen Bäcker haben sich, als die Schiffe noch günstig waren, viele Schiffe und viele CCUs gekauft und eingeschmolzen. Und das führte dazu, dass die Accounts teilweise mit wirklich Zehntausenden solcher eingeschmolzenen Objekte im Buyback befüllt waren, überfüllt waren, überschwemmt waren, wie auch immer man das benennen kann. Und damit haben sie Geld verdient, letzten Endes. Die Argumentation auf beiden Seiten war, also CIG hat das genehmigt, letzten Endes, also so stillschweigend hingenommen, sage ich mal, genehmigt haben sie es nicht, das ist falsch, also sie haben es stillschweigend hingenommen, weil letzten Endes, wenn diese Leute über die Graumärkte in Anführungsstrichen, im Schwarzmarkt ist es nicht, weil es war nicht explizit verboten, ein Schiff verkauft haben, dann ist das Geld ja trotzdem letzten Endes in Richtung CIG geflossen. Das heißt, ein Spieler B kam an zu dem Verkäufer, Spieler A, und sagte, hey, ich habe gesehen, du hast da eine Avenger Titan mit LTI, die möchte ich gerne haben. Sagt er, super, kostet dich 80 Euro, hat er aber eingekauft für 40 Euro. Dann hat Spieler B diese 80 Euro an den Spieler A, an den Verkäufer, bezahlt
Und der Verkäufer hat die Avenger Titan für den alten Preis von 40 Euro aus dem Buyback rausgeholt. Diese 40 Euro sind also an CRG geflossen, 80 Euro sind an den Verkäufer geflossen, 40 Euro verdient. Und so ist das über viele Jahre gelaufen. Hat es einen regen Markt gegeben und hinzu kommt ja auch, wir haben diese Account-Ziele. Das heißt, wenn Spieler 1000 Dollar erreicht haben an Investitionen, Ausgaben, Käufen, dann sind sie ja Concierge, haben diesen Concierge-Level, kriegen besondere Zugänge, besondere Ingame-Gimmicks, was weiß ich, Zylinder, Waffen, später auch Raumschiffe, dann ab 10.000 Dollar. Und diese Leute, diese Verkäufer, die mit diesem System eben Geld verdient haben, die haben so, ohne tatsächlich Geld zu investieren, ihren Accountwert einfach in unendliche Höhen getrieben. Da sind Leute mit dabei, die haben 25.000, 30.000, 40.000 Dollar als Accountwert, haben aber vielleicht nur in Anführungsstrichen 2.000, 3.000 Dollar ausgegeben. Und das ist CRG schon lange ein Dorn im Auge. Mich wundert jetzt gerade, ich bin in diesem ganzen Thema nicht wirklich tief drin, aber ich bin mir 100% sicher, dass sie vor 2 Jahren, vor 3 Jahren schon mal angekündigt haben, dass sie dem jetzt einen Riegel vorschieben wollen. Und dass die CCUs und Schiffe, die im Buyback sind, sich anpassen an den aktuellen Preis, sodass es eben nicht mehr möglich ist, sich für günstig Geld oder also für günstigeres Geld zum Beispiel ein Schiff in der Konzeptphase zu kaufen, um es dann später für teureres Geld an Menschen, an Spieler zu verkaufen, die eben zur Zeit der Konzeptphase nicht dabei gewesen sind. Das wollen sie jetzt nicht mehr. Und das wollten sie jetzt, also das ist nicht jetzt, das haben sie schon vor 2 Jahren kommuniziert. Und deswegen wundert mich, also zum einen wundert mich, dass das noch gar nicht offensichtlich umgesetzt wurde. Mich wundert, dass ein Riesenaufschrei in der Community gerade kommt, wobei Riesenaufschrei, da möchte ich gleich auch noch ein paar Worte zu sagen. Und zum dritten wundert mich, dass sie es mal wieder nicht geschafft haben, darüber zu reden. Oh, also CRG und Kommunikation, ich weiß das nicht. Also irgendwas läuft da gerade falsch. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Also ich weiß, dass sie die PR-Abteilung komplett dicht gemacht haben, dass sie keinen Pressesprecher mehr haben, dass sie kein Presseportal mehr haben. Und sie sich darauf verlassen, auf ihre tolle Community, so habe ich den Eindruck, die guten News zu verbreiten. Aber das kann einfach nicht funktionieren, beziehungsweise was gerade eben auch im Rahmen dieser Roadmap-Veränderungen durchgeführt wurde. Das kann man ja alles aus fachlicher Sicht verstehen und abnicken, aber wie es kommuniziert wurde, und da sind wir alle einig, das ist wirklich ein riesengroßer Unfall gewesen. Alter Verwalter. Da frage ich mich, sag mal, die haben jetzt 700 Leute. Ist es da nicht möglich, irgendwie mal einen einzustellen oder zwei, die Ahnung haben von öffentlichkeitswirksamer Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit? Das kann doch alles nicht wahr sein. Mann, 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 Mann. Also, meine Meinung ist, es ist viel zu spät, dass sie diesen Graumarkt jetzt dicht machen. Und die Leute, die gerade aufschreien, ja, also ich würde jetzt mal so locker behaupten, das sind die Leute, die bisher eben damit Geld verdient und ihre Accounts hochgetrieben haben. Und denen wird jetzt einfach diese Grundlage des Geldverdienens genommen und des Accountwertsteigerns. Und ganz ehrlich, das hätten sie schon viel früher machen müssen. Mich hat das von Anfang an gewundert, diese ganze Systematik. Zumal CRG ja auch in gewissen Fällen, wie das geht, weiß ich nicht, aber in gewissen Fällen sind diese Graumarktschiffe, die dort angeboten wurden, in irgendeiner Art und Weise auch illegal wohl an den Account gekommen. Ich weiß nicht, vielleicht zum Beispiel durch Account-Verkäufe, die tatsächlich ja auch dediziert verboten sind. Das heißt, sie haben für günstig Geld Accounts gekauft über eBay und haben dann die darin enthaltenen Schiffe entsprechend verkauft. Und
Das ist so meine Vermutung. Da sind sie dann wirklich hingegangen zu diesen illegalen Schiffsverkäufen und haben die rückgängig gemacht. Und das ist natürlich richtig bitter für die Leute, die eben diese Schiffe über den Graumarkt bezogen haben, weil die haben nichts. Sie haben auch kein Recht, sich dort zu beschweren. Da habe ich eben von einigen Leuten gehört, die haben sich zum Beispiel eine Polaris über den Graumarkt gekauft, die ist dann weg. Und das ist richtig, richtig, richtig bitter. Und da, also richtig bitter, weil es ist eben auch viel, viel Geld. Also lange Rede, kurzer Sinn, dieses System, die Anpassung der Preise der Buyback-Objekte ist nichts Neues. Das ist jetzt vielleicht einfach nur mal endlich umgesetzt worden. Warum auch immer das jetzt so lange gedauert hat, man weiß es nicht. Das Geschrei ist groß, aber die Frage ist, nehmen wir mal Amazon, die Rezension oder generell Rezension im Internet. Warum sollte ich mich nicht zwingend darauf verlassen, dass etwas, was dort schlecht rezensiert ist, tatsächlich auch schlecht ist? Weil unsere Gesellschaft, die Menschen, so aufgebaut sind, im Regelfall, wenn sie zufrieden sind, melden sie sich nicht. Sagen wir mal, 70-80% der Menschen, die etwas kaufen und damit zufrieden sind, melden sich nicht. 20% geben eine positive Bewertung ab. 70-80% der unzufriedenen Menschen, die schreien das in die Welt hinaus. Und wir haben ja gerade in den letzten 3-4 Jahren wirklich diese Unkultur des lauten Schreiens entwickelt. Dass eine Minderheit unzufriedener Menschen so laut schreit, dass alle denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, jetzt müssen wir aber schnell reagieren. Und das ist eine dramatische Fehlentwicklung, wie ich finde, anstatt dass man diese Schreierei, egal in welchem Zusammenhang man das sieht, auch einfach mal so ein bisschen hinnimmt und vielleicht analysiert, in welchem Maße das denn die Gesamtgesellschaft gerade betrifft. Gucken wir auf Star Citizen. CRG ist ein Unternehmen, das von der Unterstützung der Spieler lebt. Insofern haben sie natürlich ein großes Eigeninteresse daran, die Spielerschaft eben auch glücklich zu stimmen. Gut, jetzt drehen wir kurz schlagen den Haken in Richtung Marketing und frage mich, wenn sie von der positiven Stimmung ihrer Spielerschaft leben, warum haben sie keinen, der sich für die Verantwortung verantwortlich zeichnet und dafür sorgt, dass eben solche Unfälle, wie in den letzten Monaten passiert sind, eben nicht passieren? Das will mir nicht in den Kopf. Aber egal. Meines Erachtens haben sie in den letzten Jahren teilweise viel zu sehr gehört auf einen kleineren Teil der Spielerschaft, der unglaublich laut geschrien hat. Wir nehmen mein berühmtes Paradebeispiel des Hover-Modes und des neuen Flugmodells. Ich persönlich fand das total cool. Das hat mir unglaublich viel Spaß bereitet und war einfach auch sehr realistisch. Es gab aber eine Menge an Spielern, also eine gemessen am Gesamtanteil der Spielerschaft eher kleine Menge, die unglaublich laut geschrien hat, die sagten, oh, das ist alles scheiße. Was haben sie gemacht? Sie haben alles wieder rausgenommen. Schade. Als ich mich später umgehört habe, im Laufe der Folgemonate, stellte sich nämlich heraus, dass ein wesentlich größerer, aber sehr stiller Teil der Community das eigentlich gar nicht schlecht fand und sagte, ach, ich fand diesen Hover-Mode eigentlich ganz cool. Und genau diesen Effekt haben wir jetzt unter anderem auch mit den CCUs. Ein Riesengebrüll. Was für eine Scheiße. Nehmen wir die Cutlass Steel. Es ist nicht zu verargumentieren, das möchte ich einfach mal wirklich auch hier sagen. Dieser Preis, den sie da gewürfelt haben, der ist einfach, der ist nicht zu verargumentieren. Ich weiß nicht, was sie reitet. Ich habe nur eine ungefähre Idee. Ich habe mich da auch gerade mit Psychshot drüber unterhalten. Der sagte ja, die werden wahrscheinlich gewisse Objekte, Entitäten mit einer Wertigkeit beziffern. Unter anderem diese Mounted Guns. Da sagen sie jetzt, die sind so und so viel wert. Davon haben wir 4 Stück auf dem Schiff. Zack, ist das Schiff plötzlich irgendwie unendlich teuer.
haben es erstmal rausgehauen, ohne sich Gedanken zu machen darüber, wie das im Gesamtkontext des Herstellers und der anderen Cutlass-Schiffe steht. Kind ist in den Brunnen gefallen. Ich hoffe vielleicht, dass sie zukünftig da sich nochmal über den Kram Gedanken machen. Naja, worauf ich hinaus will, Riesengeschrei. Großes Geflame in der Community. Threads, die eröffnet wurden, wo gesagt wurde oder wo gefordert wurde, ihr seid ja selber schuld, habe ich übrigens auch schon mal geäußert. Wer mit der Entwicklung von Star Citizen nicht zufrieden ist, der kann ja einfach aufhören, sein Geld in die Richtung zu schieben und zu sagen, so, ich lehne mich jetzt mal zurück und gebe kein Geld mehr aus. Braucht man ja auch nicht, ne? Es ist ja wirklich auch so, ihr braucht das ganze Geld nicht ausgeben. Das ist ja eure eigene Entscheidung zu sagen, oh, geil, ich gebe jetzt die 600 Euro aus, weil ich möchte die Carrick unbedingt haben. Uhuhu. Man könnte sich auch mit in eine Aurora setzen und nach oben arbeiten, wenn das Spiel dann irgendwann mal dereinst live geht und sich dann eine Carrick erarbeiten. Das ist ja eigentlich Ziel des Ganzen. Insofern ist es eure eigene Entscheidung, sich zu überlegen, wie viel Geld ihr denn jetzt ausgebt, um dieses Schiff zu kaufen. So, große Boykottaufrufe mit Großbuchstaben im Text. Hört auf, zeigt eure Meinung. CRG ist scheiße und wir wissen es alle und ihr seid doch alle meiner Meinung und wir hören jetzt auf, wir boykottieren CRG. Gut, Spektrum in Flammen. Von wem wurde Spektrum denn in Flammen gesetzt? Von dem kleinen, lautschreienden Teil der Spieler, die eben unzufrieden sind. Und von dem kleinen Teil, von der ich der Meinung bin, dass CRG da mal geflissentlich drüber weggehen sollte. Ich glaube, das tun sie inzwischen auch. Also sie sind dabei, so ein bisschen erwachsener zu werden und hoffentlich auch aufzuhören, ständig irgendwie Entscheidungen zu treffen und sie wieder zurückzunehmen, weil irgendwie ein kleiner Teil schreit. Worauf begründe ich diese Aussage? Weil wir schon wieder Umsatzrekorde hingelegt haben. Also Boykottaufrufe sehe ich da nirgends. Nehmen wir also Januar und Februar. Das Jahr 2020, ein überaus erfolgreiches Jahr. Da wurden im Januar 5,12 Millionen Dollar eingenommen. Im Februar 4,6. 2021 war ja noch erfolgreicher als das Jahr 2020. Also 2020 waren overall 79 Millionen Dollar sind geflossen an Einnahmen und 2021 waren 86,5 knapp Millionen. Also nochmal ordentlich Umsatz mehr. Und das, obwohl der Januar 2021 relativ verhalten angefangen hat mit 3,6 Millionen und dann der Februar aber schon mit 5 Millionen. Das heißt also schon mal 400.000 Dollar mehr als im Jahr zuvor. So, 2022, Januar, 6,9, also fast 7 Millionen Dollar im Januar. Im Februar 5,2 Millionen Dollar. Bis dato, der Februar ist ja noch nicht rum. Also der weitaus erfolgreichste Monat aller Zeiten. Ich sehe da keine Boykottaufrufe. Irgendwas scheinen sie ja richtig zu machen. Irgendwas scheint der großen schweigenden Minderheit zu gefallen, weshalb sie Star Citizen und CRG weiter unterstützen. Insofern, es wird nicht alles so, ja, das alte Sprichwort, so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Nicht so viel Wert legen, Augenmerk legen auf die lautschreiende Minderheit ist meine Meinung, die sich im Laufe der letzten 2-3 Jahre doch auch sehr manifestiert hat, wenn ich mir so dieses Weltgeschehen angucke. Es ist nicht schön. Und wie gesagt, ich hoffe, also ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich mir Jared Huckabee angucke, der tut mir wahnsinnig leid, weil ich immer den Eindruck habe, der kämpft gegen Windmühlenflügel, aber der ist so mit dem Herzen dabei. Der ist ja ständig dabei, wenn man sich so ein paar verschiedene Puzzleteile zusammensucht, sich die Gäste für Star Citizen Live zusammenzusuchen. Und als der Alistair Brown vorletzte Woche da war, da war er so ganz beglückt, weil der Alistair Brown zu ihm freiwillig gekommen ist. Und er sagte halt, normalerweise muss er mal losgehen und darum betteln, dass jemand zu ihm in die Sendung kommt. Also das muss schon mal ziemlich schwierig sein.
dort Leute zu bekommen und diese Sendung durchzuführen. Und ich denke mal, das betrifft nicht nur Star Citizen Live, das wird auch Inside Star Citizen betreffen, dort die Leute vor die Kamera zu kriegen und über ihre Projekte zu erzählen. Das ist ja auch Vorbereitungszeit, das geht wieder von ihrer Arbeitszeit ab und so weiter. Dann fand ich es unglaublich, ist es lustig oder sollte man so ein bisschen nachdenklich die Augenbrauen hochziehen? Die Jungs vom Planet Content Team, die sind ständig dabei gewesen, sich zu überlegen und auch rückzufragen in Richtung Jared, was sie denn jetzt erzählen dürfen. Die müssen, ich weiß nicht, ob das in deren Verträgen drinsteht oder ob die generell so vorsichtig waren, aber die müssen unglaubliche Sorge haben, irgendwas zu erzählen, was sie nicht erzählen dürfen, um dann eine Abmahnung zu bekommen oder so. Und Jared hat immer erzählt, nee, erzählt mal. Wenn hier jemand Ärger kriegt, bin ich das. Ich kann das abfedern. Ihr erzählt einfach und wenn da irgendwas Falsches mit dabei ist, dann werde ich da schon reingrätschen. Also das federt er auch ab. Und was er auch abfedert, in seinem möglichen Rahmen, ist eben die Kommunikation in Richtung der Community. Weil er nämlich in Richtung des Chats während des Star Citizen Live gesagt hat, hey, ich bzw. CRG, wir haben nie behauptet, dass Pyro in 2022 kommt. Wir haben nur gesagt, wir arbeiten in 2022 an Pyro. Wir haben nicht gesagt, dass es live kommt. Und das fand ich so einen mega spannenden Satz. Und das geht wieder, es schlägt wieder in die gleiche Bresche, wo ich mich frage, hallo, es muss doch jemand noch mehr geben als der arme Jared, der sowieso schon irgendwie dort den Mega-Eiertanz hinlegt und versucht irgendwie alles zusammenzuhalten und die Community-Kommunikation irgendwie aufrechtzuerhalten. Jemanden geben, der dort in Richtung Öffentlichkeitskommunikation, Öffentlichkeitsarbeit irgendwie was macht, was Hand und Fuß hat. Es geht doch so nicht weiter, dass die Community total gehypt ist und alle sich auf CitizenCon freuen und sagen, ja, und dabei hält sich CRG eigentlich immer noch offen, ob sie es wirklich schaffen. Und wenn ihr auf die Roadmap guckt, nicht die Roadmap, den Progress-Tracker, dann werdet ihr sehen, dass tatsächlich das Server-Meshing und Pyro und die Pyro-Raumstation und so weiter, dass das alles bis Ende des Jahres geplant ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie eine Demo bauen werden mit einem kleinen statischen Server-Mesh für die CitizenCon. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass wir als Spieler in diesem Jahr davon noch nichts an die Hand bekommen werden, wenn ich mir den Progress-Tracker angucke und wenn ich mir die sehr vorsichtige, beschwichtigende Aussage von Jared anhöre, der sagt, nein, wir haben nie gesagt, das kommt in 2022. Wir bauen in 2022 daran. Also insofern, ja, auch mal wieder ein bisschen sich zurücknehmen und sich auch nicht so von den Endorphinen treiben lassen und gleich wieder Geld raushauen. Der Montoya, dessen Videos gucke ich ja auch mal ganz gerne, beziehungsweise ganz früher war ich auch mal bei Test Squadron. Der hat diesen Vergleich gezogen, der sagte, ey, wenn ihr es euch nicht leisten könnt, 1000 Euro möglicherweise auch oder Dollar zu verlieren oder auch mehr, dann solltet ihr das nicht ausgeben. Wir sind alle erwachsene Menschen und wir haben alle in dem Wissen hier Geld reingekippt, in dem Wissen, dass es sein kann, dass dieses Spiel nicht rauskommt. Natürlich haben wir Versprechungen und so weiter und sie tun alles, was möglich ist, aber wir haben auch Erwartungshaltungen. Wir haben natürlich auch entsprechende Ziele irgendwo, die ausgegeben wurden. Aber das ist ja kein Versprechen, das mit Blut unterschrieben wurde. Es kann sein, dass das alles nicht funktioniert. Obwohl CRG bis dato schon Sachen möglich gemacht hat, die vor 10 Jahren einfach als unmöglich galten. Insofern, ja, ist es halt, oder sollten wir uns immer im Hinterkopf behalten, dass wir uns dessen bewusst sein sollten, so wenn wir das Geld dorthin geben, dass es eben in die Entwicklung fließt, dass wir aber damit jetzt nicht irgendwie einen Aktienanteil gekauft haben und dass es eben sein kann, dass das ganze Ding vor die Wand fährt. Glaube ich persönlich nicht dran. Wie gesagt, die haben schon so viel möglich gemacht. Aber klar, man gucke sich das Server-Meshing an. Pff,
wer weiß, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann haben wir immer noch Instanzen mit 50 Mann und dann wird das kein richtig tolles Spielerlebnis. Es wurde zum Beispiel gefragt, warum ist die Orion noch nicht im Spiel? Ja, wie denn? Dieses Riesenschiff, das braucht ja alleine 20 Mann, um betrieben zu werden. Und dann? Die restlichen 20 Mann, was sollen die im Verse machen? Wenn dann eine Organisation dort unterwegs ist mit einer Orion und was weiß ich noch, einer Mol oder zwei und noch ein paar anderen Raumschiffen, dann ist die Instanz voll. Und das macht ja nun auch nicht wirklich Spaß. Das ist nicht das, was wir uns versprochen haben. Und insofern einfach die Füße stillhalten. Das sage ich jetzt schon einige Zeit und es ist eben auch ganz schön gewesen, dass Montoya dort in die gleiche Richtung argumentiert und sagt, hey, ihr seid erwachsene Menschen und ihr habt vollen Bewusstseins und Wissens dieses Geld in die Entwicklung gegeben und wenn ihr euch das nicht leisten könnt, wenn ihr Angst habt, euer Geld zu verlieren, dann habt ihr da irgendwas falsch gemacht, dann habt ihr irgendwas falsch verstanden. Kann ich ihm nur recht geben an der Stelle. Gut, ihr Lieben. So, das war jetzt viel Stoff, viele kontroverse Themen, wo sicherlich viele von euch auch eine andere Meinung haben. Es fällt mir immer schwer, bei diesen Themen nicht zu pauschalisieren. Letzten Endes kann ich immer nur das wiedergeben, was meine eigene Sicht betrifft, beziehungsweise das, was ich eben aus der Community aufnehme. Aber egal wie, und das ist mein abschließender Gedanke zu all dem, was gerade passiert, im Positiven wie im Negativen oder andersrum, im Negativen wie im Positiven, dass wir doch alle eigentlich dasselbe Ziel haben, nämlich dass Star Citizen und Squadron 42 Wirklichkeit werden und dass CIG es wirklich schafft. Und da bleibt auch mal negative Kritik, auch von meiner Seite, das wisst ihr, die bleibt da nicht aus. Und manchmal könnte ich einfach nur laut schreien und das ist eben auch, geht eben auch anderen so. Der Gooks hatte das geäußert in der Verse Night, dass er natürlich auch von der Community teilweise nicht so positiv aufgenommen wird, weil er eben auch mal seine Meinung sagt. Und warum sagt er sie? Weil sein Herz so verbunden ist mit dem Spiel, mit dem Ziel Star Citizen und Squadron 42, weil ihn das so begeistert. Und genau das ist der Punkt. Aber es nützt ja nichts, sich in einem Maße darüber aufzuregen, dass es völlig unreflektiert ist und dass es nur noch in einer infantilen Schreierei endet. Und das ist eben das Problem unserer aktuellen Gesellschaft. Aber das, wie gesagt, als Fazit, das ist eben nur eine Minderheit und ich hoffe, beziehungsweise ich schätze auch, CIG lernt dazu und die werden nicht mehr sofort zusammenzucken und reagieren, nur weil ein kleiner Kreis, die sich jetzt dummerweise alle auf Twitter und auf Spektrum aufhalten, dort laut rumschreien, während der Großteil eben dann sich zurücklehnt und sagt, naja, wird schon. Und letzten Endes, egal, ob wir 40 Euro oder 4.000 Euro oder 40.000 Euro in diesem Spiel oder in dieser Spielentwicklung stecken haben, letzten Endes ist es ja so, dass wir das doch eigentlich tun, um Spaß zu haben, nicht nur mit dem Spiel, sondern auch mit dem, was damit einhergeht. Und wenn ich mir überlege, dass ich schon Spiele gekauft habe für Vollpreis, 60 Euro, die ich auch bezahlt habe, bevor das Spiel da war. Und dann war das draußen, es war der größte Mist, den ich vielleicht 2 Stunden gespielt habe und dachte, boah, kacke, 60 Euro für nichts. Ja, und das Geld habe ich auch nicht wiederbekommen. Da gab es keine Rückerstattung. Und da muss ich sagen, egal, was ich in Star Citizen oder für Star Citizen ausgegeben habe, für die Entwicklung von Star Citizen. So. Ich habe so viele tolle Momente gehabt. Für mich eher in der Version 2 der Entwicklung, V2 und in der frühen Version der 3er Alpha-Builds, damals eben viel mit der HQ-Staffel von Star-Citizens.de unterwegs gewesen und viele tolle Stunden gehabt, viel Spaß gehabt, viel gelacht und viel erlebt und
jetzt auf mich guckend, einfach auch viele, viele, viele tolle Menschen kennengelernt, virtuell, im wirklichen Leben. Einfach auch in diese Creator-Landschaft reingewachsen. Und mein Gott, was hat Star Citizen für coole Creator? Im Psychshot habe ich schon erwähnt, den Gooks und den Sitko habe ich erwähnt. Und es gibt ja so viele mehr, den Fexi, den Karolinger, den Knusper. Ah, nagelt mich jetzt nicht fest. Wie gesagt, jeder hat seine Berechtigung. Es gibt einfach so wahnsinnig viele. Und das Tolle ist, dass viele eben auch wirklich sich schätzen, sich wertschätzen, sich gegenseitig unterstützen und einfach alle diesen gemeinsamen Traum verfolgen, auf der fachlichen Ebene, auf der spielerischen Ebene und da die Community mitnehmen möchten. Und das ist einfach großartig und das ist etwas, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet an diesem ganzen Spiel- und Community-Universum. Und das ist doch das, worauf wir eigentlich unseren Fokus legen sollten. Und natürlich, wie gesagt, gibt es immer wieder Momente, wo wir laut aufschreien und CRG am virtuellen Kragen nehmen und schütteln wollen, weil das einfach nicht geht, was die da machen. Und weil wir einfach manchmal fragen, ob die irgendwas, keine Ahnung, geraucht haben oder was sie da eigentlich tun. Aber es ist kein Grund für niemanden von uns, da niemand von uns dort wirklich arbeitet und den Blick hinter die Kulissen eben auch hat, sich hinzustellen und alles kaputt zu schreien. Das Einzige, was wir damit erreichen, ist, dass CRG sich weiter ins Schneckenhaus zurückzieht und wir jetzt eben keine Roadmap mehr haben. Und es ist ja egal, wie man es sieht. Natürlich hat sich ein Aaron Roberts, ich will jetzt nicht ein neues Thema schon wieder aufmachen, das habe ich auch schon mal irgendwie letztens besprochen, hingestellt und gesagt, was auf der Roadmap ist, das ist fix und das erreichen wir auf jeden Fall. Ja, haha, laut gelacht. Für mich persönlich war die Roadmap immer so ein bisschen wie Weihnachten und da habe ich mich gefreut, dass da was Tolles kommt und dann war es weg und ich dachte, oh ne, Scheiße. Ja, aber so andere haben es eben extrem ernst genommen und jedes Roadmap-Update ist in irgendeinem Geflame und ja, Sheet-Emojis und so weiter geändert und da kann ich mir vorstellen, dass CRG da keinen Bock mehr drauf hat und dass sie gesagt haben, ja, dann gibt's das eben nicht mehr, so what. Und ja, das ist einfach schade. Kritik, ja, ist immer erlaubt, konstruktiv, aber sich vielleicht auch mal eine Drittmeinung einholen und reflektiert sein, das ist einfach ganz wichtig. Und letzten Endes einfach, wenn man keinen Bock hat, wenn man genervt hat, das Leben ist wirklich zu kurz, um sich damit zu belasten, das ist Freizeit, das soll Spaß machen. Wenn es keinen Spaß macht, dann gibt es eben viele tolle andere Spiele, die man spielen kann. Und ja, dann ist man eben 1, 2 Jahre oder 3 Jahre mal nicht dabei. Und da guckt man vielleicht ab und zu mal bei einem der Creator rein. Guckt, was die da so spielen mit Star Citizen und was die für Sachen erklären. Oder guckt sich mal ein YouTube-Video an. Samstags die News, die Star Citizen News von Sitko. Genau. Oder was mich immer total erhält und was mir viel, viel Freude bereitet, ist neuen Citizens einfach über die Schulter zu schauen. Da war ich letztens zufällig beim Twitch-Jüngling Circle of Life, der ganz frisch bei Star Citizen dabei ist und der einfach riesig viel Freude hatte an der Grafik und an den Raumschiffen und der einfach total die Begeisterung gezeigt zum Ausdruck gebracht hat. Und das ist für uns alteingesessene Citizens, glaube ich, auch wichtig, einfach mal wieder so ein bisschen das, was wir als normal betrachten, mal zur Seite zu stellen und sich zu sagen, ja, das ist was Tolles und das ist was Besonderes, was wir hier erleben. Und abgesehen von all den Fehlern und den riesen Baustellen und den Verzögerungen, ist das doch schon ziemlich cool. Auch das, was CRG bisher erreicht hat, das ist schon ganz schön klasse. Das kann man sich durchaus mal sagen. Das sollte man sich auch eingestehen. Oder hier, da gab es diesen YouTuber, dessen Name mir gerade nicht einfällt, hat diese YouTube-Serie aufgestellt, Why Play Elite. Das hat mir auch unheimlich viel Spaß bereitet. Einfach, der war so begeistert und also beziehungsweise der ist immer noch begeistert, aber der ist inzwischen halt auch schon rein und seine eigene Orga gegründet und so. Ja, das ist einfach toll und das macht Spaß und das ist das, was uns alle eint. Diese Begeisterung und dieser Wunsch, dass es wirklich Wirklichkeit wird. Dass
Star Citizen, dass das CIG die eigenen Ziele erreichen wird. Und solange die Entwickler den Spaß behalten und solange wir ihnen diesen Spaß auch bereiten, durch positives Feedback, durch konstruktives Feedback, durch neue Ideen, solange werden sie eben mit diesem Enthusiasmus und dieser Energie das Spiel auch weiterentwickeln, und solange sie das tun, bin ich fest davon überzeugt, dass sie ihre Ziele erreichen werden. Und wenn das eben 2 Jahre länger dauert, dann ist das eben so. Der Weg ist das Ziel. Schon wieder so ein Zitat. Habe ich das heute schon gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss jetzt aufhören zu sammeln. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir gemeinsam auf dieser Reise sind, dass ihr bei mir dabei seid, dass ihr meinen Kanal abonniert habt, und ich freue mich über euer Feedback, über die Austausche und einfach auch eure Unterstützung an der Stelle. Auch in Zeiten, wo ich mal wirklich die Laune verliere und einfach mal sage, boah, alles Mist, dass mich dann jemand an die Seite nimmt und sagt, na, so schlimm ist es doch nicht. Oder ich dann woanders hingehe und sage, du, ich brauche mal irgendwie einen anderen Blick auf die Dinge, und dann kriege ich wieder eine dreidimensionalere Wahrnehmung, und dann geht es wieder weiter. Und das ist halt total wichtig, und das macht mir viel Freude, der Zusammenschluss, das gemeinsame Verständnis, das gegenseitige Unterstützen und das gegenseitige Zeigen, wenn man was Neues, ein Tolles gefunden hat. Und ja, gemeinsam diese Reise mit Namen Star Citizen weiter begeht, beschreitet, begleitet. Genau. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet eine interessante Zeit mit diesem Video. Spaß, hoffe ich auch. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit meinen Videos. Ich bleibe auf jeden Fall für euch dabei, betrachte die technische Seite und ja, freue mich auf die nächsten Videos, freue mich auf die nächste Premiere, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute weiterhin und viel Spaß bei allem, was auch immer ihr tut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.